Oh, ich bin gar nicht tot. Oh. Oh, dein Fass. Oh, hör auf damit. Was denn? Oh Gott! Ja! Was kommt der denn? Der ist gerannt, Daniel. Schau mich nicht beim Fressen, du Freak. Ja, ich pflanze mal ein paar Cybermans hier. Er hat den umgehauen, ey. Ne, das Wagen. Bin immer noch ein Werwolf. Noch einen Baum gepflanzt. Müssen wir hier Bäume pflanzen? Ja, und die werden dann zu Golems. Oh Gott, das könnte ein bisschen schwierig werden. Ich hab hier wieder Scheiße gemacht, ey. Okay. Ich bin hier so tot, Daniel. Du hast keine Ahnung, wie tot ich bin. So, ja, da. Ich habe hier 6 oder 7 Gegner oder mehr. Die sind alle wieder gespawnt, während ich am Pflanzen war. Nom nom nom. Das ist jetzt betreten, Daniel. Nom. Man muss an dem PvP laufen. So, ich will den scheiß Baum hier pflanzen, ey. Bewegen. So ein Anker. Da ist er. Oh, da sind. Aber ich muss noch Bäume pflanzen. So, kommen wir überhaupt hier voran in dieser einen Mission? Ja. Ich weiß nicht, ich gehe ganz unter Tagebuch. Du diese Schriftrolle, nenn die Schriftrolle. Ein Zettel hier anklicken, da sind irgendwie so Cutwells Almanach. Da sind irgendwie ein paar Sachen aufgelistet. Und die mache ich halt. Ja, okay. Und ich mache dasselbe, was du machst. Ja. Weiß auch nicht, was da bringt, wenn wir das machen, aber. Es bringt Freude. Vielleicht krieg ich dann wieder so was Geiles. Wir haben, je nachdem ich das Spiel zu Ende gespielt habe, ja, irgendwie einen Stab oder was habe ich da noch bekommen? Das ist wie das Bombardieren von Pearl Harbor, Daniel. Was? Ja, das bringt dir ganz viele Glücksgefühle. Boah. Wie, boah. Was ist das? Ich glaube, warum die Japaner das gemacht haben. Setzt euch ans Feuer und lasst es mich wissen, wenn ihr bereit seid. Springt er jetzt ins Feuer? Bitte springt ins Feuer. Eine dieser beiden. Will der jetzt irgendwie. Oh, was machst du da? Wo bist du hin? Ich hab zu lange ins Feuer geguckt. Der Jan legt sich hin und auf einmal ist er weg. Und Alter, was flüstert der mir da ins Ohr? Ich glaube, ich habe gerade Feuerporno angeguckt. Das ist der Schlimmste überhaupt. Das ist wie Mörderporno. Die Insel Silata. Was ist denn das für eine Stimme? Daddy? Einfach mal rausgehen, wir wissen gar nicht, was hier abgeht. Oh, meine Schlange her. Guckt ihr mal die Quatsche. Ja, das stimmt, ich weiß nicht, was hier vorgeht. Die geht einfach weg, was? Du fällst zurück. Ich muss hier irgendwie lang, ich renne der nicht hinterher. Ah! Ah! Ja, so. Mich hat irgendwas gefangen! Ja. Wir sollen auch mal fragen, wo wir hintreten. Muss ich die Schlampe jetzt schon wieder? Ist das ein Frosch? Ich muss zum Leuchtturm. Da müssen wir der folgen. Die läuft auch da hinten, okay. Ich sehe dich gar nicht mehr, doch da hinten. Ich bin schon wieder gefangen.
Ich laufe einfach im Zickzack und hüpf. Ja, so kriegt mich das Ding nie. Ja, das stimmt. Ah! Der tat es nicht. Direkt nachdem er abgelaufen war. Der hat nur darauf gewartet. Und den Vampirpisser schnapp ich. Jetzt direkt bevor der Daniel da ankommt. Ja. Nicht schlecht. Ihr seid ziemlich schnell. Mag sein. Wisst, es tut mir leid. Es die schummelt. Ist passiert. Über die Anhöhe. Säubert den Bauernhof von Banditen. Wo sind wir hier überhaupt? Wir haben. Das ist schon wieder eine neue Art von Daniel von Traumwanderung, oder? Wir haben diesmal ins Feuer geguckt. Ja. Dann sind wir in einer anderen Welt gelandet. So sieht's also innerhalb von einem Holzkohlescheit aus, oder was? Ja. Oh, Feuer! Muss mir da mal überlegen, ey, warum müssen wir hier Banditen innerhalb von einem Holzkohlescheit auslöschen? Wegen der Glücksgefühle, oder was? Hast du schon Feindkontakt? Nur einen Brandstifter geben. Das hier ist das Problem, genau. Zwangsweiber durchwühlen, was ist das für eine Fähigkeit? Wo ich dann in der Unterhose von anderen Leuten oder? Ja, der hat sogar einen Namen. Und stich. Und stich. Und stich. Und stich. Greift meine Insel an. Das ist gut, ne? Was haben Sie mit meinem Wie ist das dein Bauernhof? Das ist jetzt unser, wir haben den erobert. Ich muss noch einmal mit euch sprechen. Was ist denn das schon wieder? Was geht hier vor? Bist du das Gott? Kann ich den erstechen? In ihrer Geschichte. Ja, ich bin bereit, oh Gott. Wo sind wir denn schon? Geil, von der einen Welt wieder in den. Darf ich den erstechen und stechen? Warum ist deine Kleidung völlig durchnässt, Mutter? Was hältst du von diesem Baum? Und von der Insel, auf der... Was ist denn das für eine Konversation? Jetzt werde ich neue Schuhe brauchen. Ich habe das gemacht. Wie? Was? Ihr habt den Boden durchnässt? Hat die ihn gepisst, oder was? Ich habe diese kleine Insel gemacht. Was? Ich verstehe es nicht. Was soll das heißen, du hast sie gemacht? Warum, wenn die nass ist, braucht die dann neue Schuhe? Nichts davon war gestern schon da. Der Boden ist nass, weil ich meine Magie eingesetzt habe, um den Boden anzuheben, der vorher unter Wasser war. Gesundheit. Danke. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade abging. Warum braucht die Schlampe neue Schuhe, wenn die nass ist? Warum bist du nass? Guckt euch den Baum an, Mutter. Er ist wunderschön. Was denn? Was? Ich habe diese Insel gemacht. Daniel, warum hast du eine Knarre in der Hand? Ich habe Brot gekauft. Die Butter war alle. Es tut mir leid. Lass mich mal raten, die wird jetzt... ...dass sie am Leben sind. Wie viele Schiffe willst du denn noch versenken? Was? Es war ein Unfall. Ein Unfall. Das ist ein großes Schiff. Wie Wasser verschütten oder ein Glas umstoßen. Du hast ein Schiff aus dem Meer gehoben mit einer Felswand. Es tut mir leid. Deine Mutter und ich werden deine Strafe diskutieren. Geh. Also was kann halt passieren, ne? Du hast tausende von Leuten umgebracht. Du hast Haus erreist, junge Dame. Wie, die hat das Schiff... Warum sollte die denn das Schiff rausheben? Da gibt's keine Erde. Ich wollte Fische. Welche Art Ausbildung, Vater? Noch und schon, sind sie weg. Warum setze ich mich irgendwo hin? Genau wie im echten Leben. Wie, was passiert denn dann? Dann verschwinden die Leute, oder was? Dann gehen die Leute auch einfach so weg. I request an audience with your face and my balls. What? Haben die jetzt in den Schrank gesperrt? Sprecht im Garten des Herrenhauses. Warum müssen wir uns jetzt so anziehen? Ich muss das nicht. Was?
Du hast die Klamotten da rausgenommen, da sind jetzt keine mehr. Boah. Nein, du siehst aus wie ein Sklave. Warum muss ich mich denn jetzt umziehen? Ich bin ja nur Beobachter hier. Ja, und das ist jetzt ein Banditenumfang. Du bist ein aktiver Beobachter, ne, Daniel? Was geht? Daniel ist jetzt Mr. Slave. Raus. Wie viel Guck, sind mir das? vertraut die ohne diesen Dreck. Verrückt. Oder hier ist Verrückt. Scheiße. Da sind so viele. Zögerlich? Ich Wie bin ist die nicht Feier? Ich sicher. bin Sie waren neugierig. wahrscheinlich wieder. Was gibt's hier für Drogen? Gibt's jetzt Koma? Oh, da, wir Ihre sind doch Eltern wieder auf haben einer mich an Feier. ihre Kräfte Und mit du siehst aus eigenen wie ein Augen Sklave, zu erinnern. blamierst mich. Sie hat Ah, den verdammt, wo Boden ist meine unter meinen Hähnchenkeule? Füßen angehoben. Wo ist mein Hut mit Propeller? Nur zeigt vielversprechendes Potenzial. Warum ärgern wir uns mit diesem Mädchen und ihrem Erdklumpen herum? Andur könnte sie schmelzen lassen. Wie wird sie genannt? Die Felshexe? Ich bin alt und hab keine Zähne. Ja, ich hab einen Stuhl gefunden. Und jetzt tanzt für mich, alter Mann. Hier sind da lauter Kostzeichen. Müssen wir uns nur die Gespräche von den Fischern da anhören, oder was? Anscheinend. Moment, ich kann mich hier nicht hinsetzen. Ich will mich auf Andur den hat Tisch. einen der kleinen Bettler auf dem Feld jenseits des Hauses eingefangen. Warum klauen die Erst wird einfangen den die den anderen der Bettler Klauen ein? vorführen. Ach, hier kann ich Ihre jetzt. Vorführung wird zeigen, wie wir Ihre Talente einsetzen können. Was frisst du denn Apfel denn? Ich sitze irgendwie falsch rum, oder? Ja. Wo ist meine Hähnchenkeule? Ah, da ist sie. Steigt hier die Party. Ich will auch was essen. Ich habe auch Hunger. Seinen eigenen Teller und alles mitgebracht. Ich habe eine Gabel. Und dann gleich so einen Kuchen raus wieder. Habe ich doch gerade gegessen. Ja. Ja, das war Kuchen. Okay. Und jetzt esse ich's. Was? Was ist so? Ich will es sehen, verdammt. Das ging halt nicht. Jetzt esse ich Suppe. Ohne Suppe. Wie ohne Suppe? Da ist nichts drin. Mann. Das ist Suppe, ohne Suppe. Ja, ich esse nur den Boden. Meine Mutter hat früher mal Kirschkuchen gebacken. Aber ohne Kirschen. Kirschkuchen ohne Kirschen. Ich esse ein kleines Brot. Guck mal da. Was? Hast du gesehen? Ja. Warte, ich mach nochmal. Das ist ein kleines Brot. Das heißt Small Bread. Was hat eingegeben oder was? Ja, Small Bread. Das ist ein Emote. Halt. Versuch mal rauszufinden, was genau das sein soll. Ja, das ist ein kleines Brot, ey, wie so ein Pizzabrötchen. Was verstehst du da nicht, ey? War das vergiftet oder was? Was war das denn jetzt? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe Dishonor eingegeben. Oh, danke. Was? Okay, Was war weiter. da? Pay me. Da. I can tell you that for money.
Holt das Nachtschicht, was machst du? Ich hab nichts gesehen, was war das? Ah, gar nicht, ich hab zu viel Spaß mit den Nemos. Ja, ist mir klar. Müssen wir hier rein? Ich habe Angst, dass er sterben wird. Ich wusste nicht an. What? Okay. Nein, was hast du gemacht? Warum greifst du dich an? Weiß ich, ich hab nur mit denen geredet. Ja, das sagt schon alles. Und stich. Und stich. Und stich. Daniel, warum bist du tot? Hast du ein Emote eingegeben? Ja. Okay. Ich glaube, er fällt drauf rein. Ja, irgendwie schon. Daniel, du weißt, der greift jetzt nur mich an, weil ich den verspotte. Stich. Ha, ich bin gar nicht tot. Oh. Du siehst immer noch aus wie ein Sklave. Was ist mit dem jetzt los, was? Ich wollte gerade mit dem reden. Ja, das. Dem war einfach zu viel. Im Garten. Was soll nur aus mir werden? Ja, die machen hier einen auf Hexenjagd, cool. Ach, da. Ja, da auf dem Boden, Daniel. Grab den Boden auf, um dieses Tier zu fangen. Ich bitte euch, lasst uns gehen. Aranias, bitte. Erinnerst du dich daran, wie hilflos du warst, als dein Hof abbrannte? Ja. Hast du das gesehen? Gut. Ich mach's nochmal. Jetzt reiß dieses Tier in Stücke. Ja, Dishonor. Und ich mach das. Ich hab gesmashed, Daniel. Das ist meine Probe. Jetzt. Und jetzt ist es Probe. Nein, das werde ich nicht tun. Alter, geht ja. Bitch, was machst du da? Ah! Haben wir die französische Revolution ausgelöst? Schon wieder? Also wir sind wieder am Aufwachen. Oh, danke. Wieso sind wir ein guter Gehirn? Was hab ich denn da gemacht? Was war jetzt die Lektion von der Geschichte? Während ich vertrau nicht deinen Eltern oder was? Leg dich nicht mit Hexen an. Ja, aber das war. Sag immer bitte und danke oder was? Ich müssen wir gut beschützen. Stimmt.